Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute zu unserem Webinar der Sprechstunde Altona mit dem Thema erektile Dysfunktion begrüßen zu dürfen. Mein Name ist David Magerwall. Ich bin leitender Oberarzt in der Abteilung für Urologie hier in der Asklepios Klinik in Altona und beschäftige mich in meiner klinischen Tätigkeit unter anderem mit der Diagnostik und Therapie der erektilen Dysfunktion, einem Thema, das nach meinem Gefühl sowohl im Privatleben, aber auch im professionellen Umfeld, in vielen Praxen, im Arzt-Patienten-Gespräch nach wie vor trotz unserer offenen Gesellschaft ein Tabuthema ist, das durchaus häufig und meiner Meinung nach unberechtigt Unbehagen auslöst. Und ich darf Sie in den nächsten etwa 45 Minuten ein bisschen durch die Terminologie, die Untersuchungsmethoden und letzten Endes die Therapie der erektilen Dysfunktion führen. Wir können im Prinzip direkt starten. Der Titel des Webinars heute in Gänze ist Tabuthema Potenzstörung. UrologInnen können helfen. Meinen Namen sehen Sie hier nochmal aufgelistet. Und ich möchte beginnen mit der Definition der erektilen Dysfunktion, denn letztlich ist die Frage ja, wenn es einmalig zu einer unzureichenden Gliedversteifung kommt, ist es dann direkt ein Thema für den Arzt? Und ich darf Ihnen sagen, das ist es nicht, denn die erektile Dysfunktion ist definiert als die fortwährende Unfähigkeit, eine Erektion, die für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausreicht, zu erreichen, also überhaupt eine Erektion auszubilden und diese dann auch über einen entsprechenden Zeitraum aufrechtzuerhalten. Die Störung sollte für mindestens 6 Monate vorliegen. Und klar, und Betroffene können das sehr anschaulich berichten, hat das einen unmittelbaren Einfluss auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Betroffenen und eben auch der Lebenspartner, die hier ebenfalls betroffen sind. Und wenn wir mal schauen, wie viel Prozent der Menschen eigentlich sexuell aktiv sind und unzufrieden mit ihrem Sexualleben, dann finde ich, hier haben wir eine sehr spannende Arbeit von Herrn Jungwirth 2009 publiziert, der das mal über die Altersgruppen dargestellt hat. Und da sehen Sie, dass im Prinzip über alle Altersgruppen gemittelt etwa 30%, kann man sagen, 30, 35% unzufrieden mit ihrem Sexualleben sind. Wobei hier eben nicht zwischen Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedigung unterschieden wird. Ganz spannend finde ich auch, dass immerhin in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen 4% der Befragten nicht sexuell aktiv waren und in der ältesten aufgeführten Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen immerhin noch 71% der Befragten eine sexuelle Aktivität angegeben haben. Das sind, glaube ich, Zahlen, mit denen man so nicht unbedingt rechnet. Und wenn wir jetzt über die erektile Dysfunktion sprechen, dann haben wir hier eine ganz schöne Grafik von Herrn Sommer 2003 publiziert. Der hat damals 10.000 Männer in der Region Köln gefragt, ob sie an einer erektilen Dysfunktion leiden. Und Sie sehen hier in der Gruppe 30 bis 39 immerhin 4%, 10 Jahre später, also in der Gruppe 40 bis 49, immerhin schon 9,1%, dann wieder etwa 10% mehr bei den 50 bis 59-Jährigen, bis hin zu knapp 60% bei den 70 bis 80-Jährigen. Das zeigt, dass das doch ein häufigeres Phänomen ist, als, glaube ich, viele Leute denken. Man hat immer irgendwie das Gefühl, dass einem ja auch durch Medien und Werbung vermittelt wird, dass das im Prinzip alle Menschen unversehrt und problemfrei sind, insbesondere im Hinblick auf ihr Sexualleben. Aber die Realität, denke ich, ist eine andere. Und es gibt doch eine ganze Menge Menschen, die eben unter einer erektilen Dysfunktion leiden.
Nochmal eine andere Arbeit, die sich jetzt mal nur die Gruppe angeschaut hat, der Männer unter 40. Die Frage war auch hier, haben sie eine erektile Dysfunktion, entsprechend der Nomenklatur, die wir anfangs durchgegangen sind. Und Sie sehen auch hier, selbst bei den 18- bis 24-Jährigen, 3% Prävalenz, also Auftreten einer erektilen Dysfunktion, darüber in der Altersgruppe 20 bis 24 sogar 12%. Und ich möchte jetzt nicht jede Spalte durchgehen, aber Sie sehen, dass es selbst unter den jungen Männern eine nicht ganz unerhebliche Rate an erektiler Dysfunktion gibt. Und das soll im Prinzip nochmal unterstreichen, dass man zum einen als Patient hier nicht allein ist, dass es, glaube ich, auch keinen Grund gibt, sich hier zumindest in einem Arzt-Patienten-Gespräch zu offenbaren, das zu thematisieren und dass es schon ein relevantes Krankheitsbild auch ist. Wenn wir mal kurz auf die Anatomie schauen des männlichen Genitals, dann sehen Sie, dass es im Prinzip nicht den einen Schwellkörper gibt, sondern wir haben zwei Schwellkörper und unter und zwischen ihnen dann die Harnröhre. Wenn wir das uns nochmal in einem etwas feineren Querschnitt anschauen, dann sehen Sie hier oben das sogenannte Gefäßnervenbündel, also die zuführenden und abfließenden Gefäße sowie die Nerven, die eben letzten Endes auch für die Blutzufuhr und eben das Empfinden verantwortlich sind, und die Schwellkörper selber, die eben aus einem sehr dichten Kapillargeflecht bestehen, also so eine Art schwammartiges Gebilde, in das das Blut dann einströmen kann und letzten Endes eben die Gliedversteifung auslöst. Wichtig ist nochmal, dass das Ganze beginnt natürlich mit einer Stimulation für eine Erektion. Das heißt, Sie brauchen einen entsprechenden Reiz, der Sie erregt, und dann kommt es zu einer Nerval, also über das Hirn und letzten Endes Rückenmark weiter geleitetes Signal, das dann eben auf die zelluläre Ebene übertragen wird. Und das braucht man sich hier jetzt, glaube ich, nicht merken. Das ist schon tief in der Biochemie verankert. Letzten Endes über den Stickstoffmonoxid kommt es dann letzten Endes zu einer Relaxation der glatten Muskulatur und der Ausbildung einer Erektion. Das wäre im Prinzip das, was wir als physiologischen, also normalen Ablauf einer Erektionsbildung sehen würden in der Medizin. Und wenn wir jetzt sehen, was kann eigentlich diesen Weg stören, wo können hier mögliche neuralgische Punkte sein, dann sind das natürlich zum einen die Gefäße, das ist hier mit vaskulär gemeint, es können die arteriellen Gefäße, also die zuführenden Gefäße betroffen sein, es können die venösen, also die abfließenden Gefäße betroffen sein, es können auch beide Gefäßtypen betroffen sein und die erektile Dysfunktion auslösen. Die erektile Dysfunktion kann neurogener Natur sein, also aufgrund einer Nervenstörung. Es können anatomische, mitunter auch geburtsangelegte Anomalien vorliegen, also die Bauweise im Prinzip des äußeren Genitales oder der entsprechenden zuführenden Gefäße gestört sein. Und es kann hormonelle Gründe für die Ausbildung einer erektilen Dysfunktion geben. Das alles fassen wir zusammen unter den organischen, also den körperlichen Ursachen. Und eine weitere Komponente sind natürlich die psychogenen Störungen der Erektion. Hier unterscheiden wir einen generalisierten Typ, also ein generelles fehlendes sexuelles Interesse, ein Libidomangel, der eben primär besteht, also nicht situationsabhängig oder phasisch über nur einen gewissen Zeitraum, eine altersabhängige Abnahme des sexuellen Interesses, generalisierte Behinderungen und chronische Störung der Intimbeziehung. Und das unterscheiden wir letzten Endes vom situativen Typ. Das kann partnerbezogen sein, wenn die Partnerschaftlichkeit gestört ist. Das kann situationsbezogen sein, wenn man zum Beispiel einen längeren Zeitraum
unter beruflichem Stress oder Ähnlichem steht. Und es kann natürlich konfliktbezogen sein. Sie sehen unten, was die Quelle ist, nämlich die deutsche Leitlinie der Diagnostik und Therapie der erektilen Dysfunktion. Wir haben also auf der Fachebene das Thema entsprechend gewürdigt, was seine Bedeutung anbelangt. Und Leitlinien sind letzten Endes die hochwertigste Form des medizinischen Ratgebers in Schriftform. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch zu dem Thema eine haben und werde im Rahmen des Vortrages auch häufiger darauf zurückkommen. Was sind jetzt Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion? Das kann einmal das fortgeschrittene Alter sein, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Zigarettenkonsum, die Zuckerkrankheit, Operationen oder Bestrahlung im kleinen Becken, beispielsweise aus meinem Fachbereich die radikalchirurgische Entfernung der Prostata, Störungen des hormonellen Kreislaufes, zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion, Hyperprolaktinämie, die Ausschüttung eines Hormons aus der Zirbeldrüse oder einen Hypogonadismus, also einen Testosteronmangel, wenn man so möchte, eine krankhafte Erhöhung der Blutfette, wie zum Beispiel des Cholesterins, Bluthochdruck, die Einnahme von Drogen, wie zum Beispiel Kokain oder Methamphetamin, zahlreiche Medikamente, da werde ich gleich nochmal gesondert drauf eingehen, weil es doch mittlerweile eben eine ganze Menge Menschen gibt, die einer Polymedikation unterliegen, also zahlreiche Medikamente einnehmen müssen, neurologische Erkrankungen wie Alzheimer-Krankheit, die Parkinson'sche Krankheit oder die Multiple Sklerose sowie verschiedene Formen der Querschnittslähmung. Übergewicht spielt eine Rolle bei der Ausbildung einer erektilen Dysfunktion, genauso wie die Peyronie-Krankheit. Da geht es sozusagen um einen bindegewebigen Umbau des Gewebes, was dann letzten Endes zu einer Funktionsstörung führt. Psychologische Veränderungen können ein Grund sein, der Lebensstil oder eben, da geht es wieder um die Gefäße, dass eben sozusagen Venous Leakage, das meint, dass letzten Endes das Blut, was in den Penis einströmt, für die Erektion zu schnell wieder abfließt. Und da sehen Sie schon, das ist eben ein relativ komplexes Thema. Die Ursachen sind mannigfaltig und aus verschiedenen Bereichen. Und deswegen ist es eben bei der Therapie auch so wichtig, dass man vorher eine ausreichend gute Diagnostik hat, um Patienten eben individuell und gezielt behandeln zu können. Wenn wir mal auf die Medikamente schauen, dann sehen Sie hier und vielleicht begegnen Ihnen hier Medikamente, die Sie eben auch in Ihrer Verschreibung sehen. Das können einmal Entwässerungstabletten sein, die sogenannten Thiazid-Diuretika, Beta-Blocker, was letzten Endes eben ein Blutdruckmedikament ist, Spironolacton ebenfalls zum Entwässern. Alles Medikamente, die wir bei der Behandlung des Bluthochdrucks finden, Digoxin, ein Medikament, das bei Herzrhythmusstörungen verwendet wird, 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, was häufig in meinem Fachbereich zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung verwendet wird, aber auch in der geringeren Dosierung mittlerweile von vielen Männern als Haarwuchsmittel verwendet wird, die vielleicht gar nicht wissen, dass ein 5-Alpha-Reduktase-Hemmer hier vorliegt. Antiandrogene zur Behandlung des Prostatakarzinoms, genauso wie die sogenannten LHRH-Analoga, auch ein Medikament zur Behandlung des Prostatakarzinoms. Trizyklische Antidepressiva, selektive Serotonin, Wiederaufnahmehemmer, also Patienten oder Medikamente, die bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen verwendet werden, H2-Blocker, letzten Endes etwas, was man zur Behandlung einer Magenübersäuerung verwendet und Opiate. Und auch hier sehen Sie, es gibt doch zahlreiche Medikamente und ich glaube nicht, dass jeder die unbedingt als Ursache einer erektilen Dysfunktion sieht, die hier eine Rolle spielen können. Ja, und das ist eben wichtig, dass man das im Arzt-Patienten-Gespräch auch einmal beleuchtet. Und das Arzt-Patienten-Gespräch ist eben auch der erste und wichtigste Baustein. Natürlich gehört auch eine generelle körperliche Untersuchung zur Diagnostik. Eine Sexualanamnese sollte relativ ausführlich erfolgen und hier können eben auch standardisierte Fragebögen helfen und zwar nicht nur dem Untersucher, also dem Arzt,
das Ausmaß der erektilen Dysfunktion einzuschätzen, denn es gibt hier sicherlich nicht nur 0 und 100, also es gibt hier ziemlich viele Zwischengrade in der Ausprägung der erektilen Dysfunktion, sondern kann auch dem Patienten in dem Gespräch helfen, seine Schwierigkeiten zu objektivieren. Generelle klinisch-andrologische Untersuchung sollte dazugehören, Laboruntersuchung, das sehen wir gleich nochmal, was das beinhalten sollte. Man kann probatorisch entsprechende Medikamente nehmen, um eine Erektion auszulösen, Ultraschalluntersuchung, genauso wie eben Röntgenuntersuchungen des Genitals können in Spezialfällen eine Rolle spielen. Unter Umständen ist auch eine psychologisch-psychiatrische Diagnostik und eine neurophysiologische Diagnostik sinnvoll. Also auch hier ist es keine Banalität und sicherlich nicht damit getan, eine der bekannten gegen Erektionsstörungen wirkende Medikamente einfach zu verschreiben, sondern Sie sehen, es gehört doch eine ganz ausführliche Untersuchung dazu, um sich dem Problem eben adäquat zu nähern. Und wenn wir das nochmal in der europäischen Leitlinie kurz durchgehen, in so einer Art Fließdiagramm, dann sehen Sie hier, der Patient kommt in die Praxis, er berichtet, er hat eine erektile Dysfunktion, dann ist natürlich auch hier erstmal wieder das Gespräch an erster Stelle und da sollte dann halt beinhalten, erstmal sexuelle generelle Probleme, vielleicht auch in der Beziehung oder andere Störungen der Sexualfunktion, wie zum Beispiel einen vorzeitigen Samenerguss oder auch bei der Partnerin vaginale Trockenheit, insgesamt eben das Geschlechtsleben zu beleuchten, allgemeine Krankheiten eben zu kennen, die eine erektile Dysfunktion auslösen können, Risikofaktoren zu erkennen. Ja, ich nenne hier zum Beispiel den Zigarettenkonsum und eben auch den psychosozialen Status zu erheben. Dem Ganzen schließt sich dann eine gezielte körperliche Untersuchung ein, die einmal das äußere Genital untersuchen sollte, den Penis. Ja, manche Patienten haben zum Beispiel Kalkablagerungen im Genital, die eine Erektion beeinträchtigen können. Das kann man sehr gut in der Tastuntersuchung herausfinden. Die Hoden sollten untersucht werden. Es sollte geschaut werden, ob eine Prostataerkrankung vorliegt und der generelle Herzkreislauf und Nervenstatus sollte erhoben werden. Und das Ganze sollte dann ergänzt werden mit einer Laboruntersuchung, die initial erstmal Fettstoffwechselstörungen und Zuckerkrankheit abklopfen sollte, ob man das hat oder nicht, wenn es nicht schon bekannt ist. Und auch wenn es bekannt ist, ist immer die Frage, wie gut ist die Krankheit eingestellt und der Testosteronlevel sollte einmal im Blut bestimmt werden. Dann hat man es eigentlich erstmal schon zusammen in der Basisdiagnostik. Und weil die Anamnese so wichtig ist, und das kann man sich auch als Patient letzten Endes selber fragen, müssen hier folgende Aspekte erwähnt werden. Wie lange besteht eigentlich die erektile Dysfunktion? Besteht die 6 Monate, ein Jahr, länger? Ist sie erst vor kurzem aufgetreten? Wann hat sie begonnen? Gab es vielleicht gewisse Begleitumstände, die damit verbunden waren, zum Beispiel ein persönlicher Schicksalsschlag, eine Veränderung in der Partnerschaftlichkeit? Wie hat sich die erektile Dysfunktion verändert? Also ist es über einen Zeitraum immer hochgradiger geworden? Der aktuelle Schweregrad sollte natürlich abgefragt werden und eben auch die generelle sexuelle und nicht sexuelle erektile Kapazität. Komorbiditäten sind ganz wichtig. Orgasmusprobleme sollten abgefragt werden. Es sollte gefragt werden, ob der Patient veränderte genitale Empfindungen hat und natürlich immer auch mit dem Hinblick auf den Partner oder die Partnerin. Im Weiteren spielen natürlich die psychosozialen Aspekte, die psychische Befindlichkeit, die Partnerschaftsanamnese etc. eine ganz wichtige Rolle, um eben ganz genau festzustellen, was hier die mögliche Ursache der erektilen Dysfunktion sein könnte. Und wenn wir das quantifizieren wollen, dann kann dieser kurze Fragebogen mit letzten Endes 5 einleitenden Fragen
sehr helfen. Und wie gesagt, nicht nur dem Arzt, auch ich erlebe das auch häufig, dass es sehr hilfreich für Patienten ist, den Schweregrad der erektilen Dysfunktion zu objektivieren. Man sollte natürlich ganz grundsätzlich erstmal ankreuzen, ob man sexuell aktiv ist, ob man hierfür bereits Medikamente oder andere mechanische Hilfsmittel verwendet. Und dann kann man sich schon den Fragen zuwenden. Denn letzten Endes geht es darum, wie zuversichtlich sind Sie, eine Erektion zu bekommen und aufrechthalten zu können. Und das geht dann immer von 1, das ist das Schlechteste, bis 5. Das gilt auch für die anderen Fragen. Nämlich, wenn Sie bei einer sexuellen Stimulation Erektion hatten, wie oft waren Ihre Erektionen hart genug, um in Ihre Partnerin oder Partner einzudringen? Wie oft waren Sie beim Geschlechtsverkehr in der Lage, die Erektion aufrechtzuerhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin eingedrungen waren? Wie schwierig war es beim Geschlechtsverkehr, die Erektion bis zum Ende des Geschlechtsverkehrs aufrechtzuerhalten? Und wenn Sie versuchen, Geschlechtsverkehr zu haben, wie oft war das befriedigend für Sie? Und das kann man dann immer mit ein beziehungsweise mit 0 bis 5 Punkten für sich bewerten. Es gibt noch ein paar Ergänzungsfragen und letzten Endes ist es aber so, dass sich hier dann eine Auswertung ergibt und Sie sehen, wenn Sie zwischen 25 und 22 Punkten haben, haben Sie keine erektile Dysfunktion, während wenn Sie 7 bis 5 Punkte haben, was der niedrigste Punkte-Score ist, dann haben Sie eben eine sehr ausgeprägte, schwere erektile Dysfunktion und das ist eben nochmal wichtig, um eben das Ausmaß ein bisschen zu quantifizieren. Die Therapie der erektilen Dysfunktion und mein Schwerpunkt sind hier sicher die organischen Ursachen. Zum einen die orale Pharmakotherapie, mit anderen Worten Tabletten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich Präparate in die Harnröhre zu injizieren. Es gibt die Möglichkeit, Medikamente direkt in den Penis einzubringen. Es gibt die sogenannte Vakuumtherapie. Was das ist, werde ich im Folgenden noch erwähnen. Und es gibt operative Therapien, hier einmal aufgeführt, die Penisprothetik. Das alles auch aus der entsprechenden Leitlinie. Und wenn wir mal schauen, was haben wir für Medikamente zur Verfügung, dann haben wir erstmal Medikamente, die peripher wirken, also im Körper, und welche, die zentral, also im zentralen Nervensystem wirken. Und die bekanntesten, und das ist auch mein Schwerpunkt jetzt im Folgenden, sind die peripher wirkenden Medikamente. Hier aufgeführt Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil und Avanafil. Sildenafil kennen viele von Ihnen wahrscheinlich besser, weil es war das erste Medikament, was auf den Markt kam, für eben die Indikation erektile Dysfunktion als Viagra. Letzten Endes wirken die anderen Medikamente ähnlich. Die unterscheiden sich jedoch in ein paar ganz relevanten Aspekten und das möchte ich Ihnen hier einmal zeigen. Ja, wenn Sie hier einmal die Medikamente haben, Avanafil bis Tadalafil, dann möchte ich mal auf die Spalte Wirkdauer eingehen und Sie sehen, dass Sildenafil wirkt zum Beispiel nur 4 Stunden, während das Tadalafil 24 bis 36 Stunden wirkt. Was bedeutet das? Sie werden weder 4 noch 36 Stunden Erektion haben mit den Medikamenten, aber Sie haben eben 4 bzw. 36 Stunden die Möglichkeit, eine Erektion zu haben. Der Charme des Tadalafils liegt dabei darin, dass man das Medikament nehmen kann und zum Beispiel erst am nächsten Tag, wo die Wirkung immer noch da ist, Geschlechtsverkehr haben kann, während man beim Sildenafil im Prinzip direkt nach der Einnahme muss es zum Geschlechtsverkehr kommen. Das heißt, man ist einem gewissen psychischen Druck ausgesetzt, unmittelbar nach der Einnahme zu performen, was beim Tadalafil ein bisschen charmanter ist, wo man eben einen sehr viel längeren Zeitraum hat, eben seine Sexualität auszuleben. Der Wirkungseintritt ist ziemlich ähnlich, ungefähr nach einer Stunde. Selbiges gilt für die Nebenwirkungen, die im Wesentlichen aus Kopfschmerzen, Gesichtsrötung und Erwärmung und Dyspepsie, also Störungen des oberen Gastrointestinaltrakts, bestehen. Wie gesagt, den entscheidendsten Unterschied sehe ich in der Wirkdauer und da ist es so, dass ich glaube, für viele Patienten das Tadalafil bewährt hat, weil es
im Prinzip der Akt der Medikamenteneinnahme letzten Endes vom Akt des Geschlechtsverkehrs zeitlich trennt, beziehungsweise diese Möglichkeit eröffnet. Und das wissen viele Patienten sehr zu schätzen. Wenn wir mal gucken, was dürfen wir eigentlich von diesen Medikamenten erwarten? Also helfen die jedem? Kann ich die einfach jedem geben und sagen, das wirkt zu 100%? Und hier ebenfalls aus der deutschen Leitlinie mal die Erfolgsraten, und zwar gegliedert nach mehr als 50% meiner Geschlechtsverkehrversuche waren erfolgreich. Ich hatte einen erfolgreichen Geschlechtsverkehr unter dem Medikament oder ich hatte zumindest eine Erektionsverbesserung. Dann sehen Sie, und in der anderen Seite sehen wir dann natürlich auch noch die unterschiedlichen Auslöser der erektilen Dysfunktion. Das Ganze hier für das Sildenafil, also Viagra, getestet bei immerhin knapp 7000 Patienten. Aber Sie dürfen das, glaube ich, auf die anderen Präparate mehr oder weniger übertragen. Da sehen wir, dass wir insgesamt eine Wirksamkeitsrate haben, wenn wir sagen, mehr als 50% der Geschlechtsverkehrsversuche waren positiv, von etwa 60%. 83% hatten immerhin einmal erfolgreichen Geschlechtsverkehr und eine Erektionsverbesserung immerhin auch knapp 80. Aber Sie sehen eben, dass sich das über die Indikation durchaus unterscheidet. Ja, zum Beispiel nach radikaler Prostatektomie nur ein Viertel der Patienten erfolgreich therapiert. Das hat natürlich auch grundsätzlich was mit der Operationstechnik zu tun, ob die entsprechenden Nerven geschont werden konnten oder nicht, während wir eben recht Gutes ansprechen eben bei den psychogenen Formen der erektilen Dysfunktion und bei den Gefäßerkrankungen sehen. Und das zeigt sich hier auch bei den anderen abgefragten Items, nämlich einmal erfolgreicher Geschlechtsverkehr und Erektionsverlust. Das heißt, wir haben Medikamente mit einer durchaus guten Wirksamkeit, aber es ist eben nicht so, dass alle Patienten hiervon profitieren. Und es gibt eben nachgeschaltet, oder man kann das natürlich auch in Kombination verwenden, noch andere Möglichkeiten, seine erektile Dysfunktion zu therapieren. Hier einmal die Vakuumpumpe, die immer zusammen mit einem Penisring verwendet wird. Hier kann eben über das Vakuum, kann es eben zum Einstrom von Blut kommen. Der Penisring verhindert letzten Endes den Abfluss. Und es ist insbesondere für Patienten geeignet, die vielleicht keine Medikamente einnehmen möchten. Andere wiederum empfinden das als zu mechanisch, um das unmittelbar der Geschlechtsverkehr hier folgen sollte. Das ist also individuell und ich empfehle allen meinen Patienten eben auch mal verschiedene Devices auszuprobieren oder verschiedene Therapieoptionen, um eben das für sich individuell richtige oder den für sich individuell richtigen Therapieansatz zu finden. Was gibt es noch im Portfolio? Es gibt die Möglichkeit, sich das Medikament in den Schwellkörper zu injizieren. Das passiert im Prinzip ähnlich wie Diabetiker sich Insulin unter die Haut spritzen, also mit einer sehr dünnen Nadel. Es ist nicht so wie hier in so einer einfachen Spritze, sondern auch hier ähnlich wie beim Diabetiker mit einem Pen, wo Sie verschiedene Dosierungen, also Wirkstärken, einstellen können. Es ist letzten Endes ein Medikamentenmix aus zwei Präparaten, die alle stark gefäßerweiternd wirken. Und der Ablauf wäre so, dass das erste Mal Sie das gemeinsam mit Ihrem Urologen ausprobieren in der Praxis. Dann nennt man das die Schwellkörperinjektionstherapie. Hier wird zum einen natürlich geschaut, nicht, ob das Präparat bei Ihnen wirksam ist. Und Sie werden angeleitet in der Technik, die durchaus einfach ist. Es gibt hier patientenseits einige Ressentiments, aber eine ganze Reihe Patienten, die durchaus sehr zufrieden sind. Wichtig, so wenn man dann angeleitet ist in die entsprechende Injektionstechnik, kann man das, muss man natürlich nicht jedes Mal zum Arzt gehen, wenn man eine Erektion auslösen möchte, sondern man kriegt
den Pen verschrieben und kann das dann zu Hause selbst injizieren und dann eben Geschlechtsverkehr vollziehen. Wichtig zu wissen ist, das gilt auch für die Medikamente als auch die oralen, also die Tabletten, die oralen Medikamente, als auch für die SCUT-Therapie, dass das Risiko hier auch sein kann, dass es zu einer verlängerten und überlangen Erektion kommt, die dann eben auch einen Arztbesuch unter Umständen notwendig macht. Das sollte man einmal bei sich selber dann auch beachten. Die meisten Patienten suchen einen Arzt auf, weil es auch durchaus schmerzhaft ist. Wenn keine dieser Therapien bei Ihnen wirkt, beziehungsweise die Nebenwirkungen doch stark überwiegen, dann kann nochmal eine Therapie erwogen werden, die im Krankenhaus durchgeführt werden muss, weil es sich hier um eine Operation handelt, und zwar um die Implantation eines Schwellkörperimplantates. Ich hatte Ihnen anfangs schon die Anatomie des männlichen Genitals gezeigt. Und wenn Sie sich erinnern, dann haben wir eben zwei Schwellkörper und hatte Ihnen ja auch gezeigt, wie eben der normale Weg einer Erektionsauslösung ist. Und auch Patienten, die eben unter einer erektilen Dysfunktion leiden, erleben durchaus Libido und sexuelle Lust. Und jetzt ist es so, dass es ja beim sozusagen den Menschen, die nicht unter einer erektilen Dysfunktion leiden, dann letzten Endes zur Auslösung einer Erektion führt. Mit so einer Penisprothese ist es natürlich so, dass die Nerven hier nicht direkt mit der Prothese verschaltet sind, sondern der Mann kann dann über die im Hodensack eingebrachte Pumpe kann er eben sozusagen Flüssigkeit aus einem Reservoir, dieses Reservoir liegt im Bauchraum in der Regel, kann er Flüssigkeit aus diesem Reservoir in die Schwellkörper pumpen und so eine Gliedversteifung auslösen. Und das kann dann eben sehr gut zu partnerschaftlich befriedigendem Geschlechtsverkehr führen. Wenn dieser vollzogen ist, kann ebenfalls über einen Druckknopf hier an der Pumpe die Penisprothese eben wieder entwässert werden, wenn man so möchte. Das Wasser fließt dann also zurück wieder in das Reservoir und so kann eben die Erektion zum einen aufgebaut, zum anderen wieder abgebaut werden. Alle Implantate befinden sich selbstverständlich unter der Haut. Die Einbringung erfolgt über letzten Endes nur einen ganz kleinen Querschnitt in dem Winkel, wo der Penis in den Hodensack übergeht. Gelegentlich braucht man noch einen zweiten Schnitt im Bauchraum oder an der Bauchdecke, um eben dieses Reservoir hier zu platzieren. Im Prinzip löst es genau bei 100% der Patienten, bei denen das implantiert ist, eine Erektion aus. Das ist sozusagen auf der Wirkungsebene erwähnenswert. Allerdings gibt es auch Nebenwirkungen. Es wird nämlich eine ganze Menge Fremdkörper implantiert, das selbstverständlich sich auch infizieren kann. Und es gibt eine gewisse Rate an nötigen Ausbauten wieder. Hierbei zu wissen, dass wenn so eine Penisprothese mal ausgebaut werden muss, bedeutet das nicht, dass man nie wieder eine eingebaut bekommen kann, sondern nach einer gewissen Abheilungszeit kann erneut eine Penisprothese eingebaut werden. Was ebenfalls technisch nicht möglich ist, ist, dass die Penisprothese mit einer Gliedverlängerung einhergeht. Sie muss immer an die anatomischen Gegebenheiten angepasst werden. Tendenziell ist die Erektion zwar von der Härte sicherlich ähnlich, wie Sie das vorher kannten. Allerdings kann es sein, dass das Glied ein wenig kürzer erscheint. Wenn die Prothesen überlang eingebaut werden, knicken sie vorne häufig nach dem Geschlechtsverkehr etwas ab. Und dieses Phänomen wird ähnlich der Bauart eines Flugzeuges benannt, nämlich als Concorde-Phänomen. Und natürlich kann die Prothese auch aus dem Schwellkörper heraus perforieren.
insgesamt aber trotzdem eine sehr gute Therapie. Und Sie sehen schon, und bin jetzt fast am Ende meines Vortrages, dass wir doch, dass das Thema der erektilen Dysfunktion doch recht komplex ist, dass es eine ganze Menge Gründe gibt, die es gilt zu hinterfragen. Ein paar der Ursachen kann man selbst beheben, weil sie eben aus Lifestyle, aus dem Lifestyle herauskommen. Ein paar der Beschwerden benötigen eben die Konsultation beim Arzt. Und Sie sehen eben auch, dass es eine ganze Reihe von Therapieoptionen gibt, die man eben wie eine Treppe nach oben ablaufen kann. Das heißt, wenn die Tabletten nicht bei Ihnen wirken, können Sie es selbstverständlich noch mit einer Vakuumpumpe probieren. Sie können es mit der Injektion des Medikaments in den Penis probieren. Und aus meiner Erfahrung haben fast alle Patienten Ressentiments gegen diese Therapie und fast alle sind damit zufrieden, wenn sie es denn mal ausprobieren. Nicht im Bild dargestellt, aber trotzdem erwähnenswert, kann man das Medikament auch in die Harnröhre einbringen, von wo aus es dann seine Wirkung entfaltet. Und wir haben als letzte Option die Penisprothesen, eine operative Therapie, die aus meiner Sicht sehr viel Charme hat. Und was eben all diesen Patienten erhalten ist, ist die Orgasmusfähigkeit. Das gilt es nochmal zu berücksichtigen. Also es geht nicht einfach nur um das Durchspielen eines mechanischen Aktes, sondern sie sind in der Lage, einen Orgasmus auszubilden. Und wenn wir hier mal schauen, wie zufrieden eigentlich Patienten und Partner eben mit einer Penisprothese waren, dann sehen Sie zum einen, das ist an verschiedenen Patientenkollektiven untersucht. Hier waren es häufig knapp 50 Patienten, einmal in einer italienischen Arbeit aus Mailand 185 Patienten. In der Arbeit wurden auch von 120 dieser 185 die Partner mitbefragt, in einer anderen Studie 37. Und Sie sehen, die Zufriedenheit der Patienten im Prinzip immer um beziehungsweise über 80%, die der Partner noch besser. Und das zeigt eben, dass es durchaus der Einbau eben einer Penisprothese eine sehr gute Strategie oder eine sehr gute Therapie bei der Behandlung der erektilen Dysfunktion sein kann. Und das ist hier eben nochmal jetzt dargestellt. Was haben wir alles eben an Medikamenten oder an Therapiemöglichkeiten, nicht? Zum einen sollten Risikofaktoren ausgeschaltet werden. Das ist ganz wichtig. Das können entweder Medikamente sein, die die Erektionsfähigkeit stören, oder eben Lifestyle-Veränderungen, die notwendig sind. Und dann haben wir eben die verschiedenen angesprochenen Therapiemöglichkeiten. Die werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Wichtig ist, wenn am Ende nichts wirkt, haben Sie immer noch die Möglichkeit, und das wird eben in Deutschland auch vollständig von den Krankenkassen übernommen, wenn Sie einen entsprechenden Diagnostikweg durchlaufen sind, haben Sie die Möglichkeit eines sogenannten Schwellkörperimplantats. Was mir nochmal ganz wichtig ist, und das ist im Prinzip schon meine abschließende Folie, dass die erektile Dysfunktion sehr häufig ein Frühsymptom einer anderen Krankheit sein kann. Das heißt, wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und einfach nur ein Medikament verabreicht bekommen gegen die erektile Dysfunktion, werden hier möglicherweise Warnsignale übersehen, die andere Krankheiten eben frühzeitig aufdecken können. Und wenn Sie mal schauen, hier in verschiedenen Arbeiten. Hier war die erektile Dysfunktion in 18% mit Rauchen vergesellschaftet und einem BMI, also einem Body Mass Index von über 28, also eine Adipositas. Ja. In einer anderen Arbeit eine Assoziation von 70% mit kardiovaskulären Erkrankungen. Das heißt, 70% der Patienten mit einer ED hatten eine kardiovaskuläre Erkrankung. Knapp 70% eine Fettstoffwechselstörung, 80% Diabetes, 40% Blutdruck. Wenn wir die verschiedenen Arbeiten durchgehen, sind es doch ganz erhebliche Assoziationen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier auch gemeinsam mit internistischen, hausärztlichen Kollegen nochmal ganz allgemein den Gesundheitsstatus dieser Patienten abfragt
um zum einen möglicherweise Risikofaktoren zu eliminieren und die natürliche Erektionsfähigkeit zu verbessern, zum anderen aber auch dieses Frühwarnsignal nutzt, um andere allgemeine Krankheiten frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu behandeln, sodass sie insgesamt als Organismus nicht noch mehr Schaden nehmen. Und damit darf ich mich verabschieden, bedanke mich für Ihr Interesse und stehe für eine Diskussion zur Verfügung. Da es keine Fragen zu geben scheint, darf ich mich verabschieden. Ich bedanke mich nochmals für Ihr Interesse. Ich finde das Thema super relevant und hoffe, dass ich den einen oder anderen von Ihnen ermutigen konnte, mit diesem Thema vertrauensvoll seinen Hausarzt oder Urologen zu konsultieren. Wir hier in Altona stehen selbstverständlich für klinikbezogene Therapien jederzeit zur Verfügung.